Warum habt ihr mein Kind getötet? Ich frage erneut, warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du meine Mutter getötet hast. Also war es Rache? Ich verstehe. Es war mehr als nur das. Oh? Für die Freiheit. Freiheit? Ihr scheint alle Freiheit zu haben, die ihr braucht. Die Freiheit, meinen Erben zu töten. Ich meine nicht meine Freiheit. Die Freiheit der Menschheit. Menschheit. Und was glaubst du, würde die Menschheit wohl mit Freiheit tun? Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft. Getötet. Gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt, Krieg, Tod. Komm schon, Tante. Mach ihn wütend. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit, es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten, zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonenschlampen schreist. Unbezahlbar. Was hast du getan? Lass meinen Bruder in Frieden! Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen. Gern geschehen. Thank you.
es mal aus? Mach dich bereit, Dante. Söhne des Wenn wir ihn töten? Ja, das Höllentor ist zu. Ihr werdet nur sterben. Niemals! Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ich ja. Gott. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mondus. Du bist ein Arschloch! Beschäftige ihn. Ich versuche, sein Auge zu öffnen. Greif ihn nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege. Klasse gemacht. Der ist aber recht zerbrechlich. Dante, hast du das gesehen? Ja, ich seh's. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Komm schon, gehen wir. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden... Töten wir Mundus.
Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft.